Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, was wir machen können, wenn bei uns Warzone 2 ziemlich stark laggen sollte, beziehungsweise wir immer zwischendrin eben so kleine Ruckler haben. Und erstmal habe ich genau dazu sowohl eine gute Nachricht, irgendwo ist es aber gleichzeitig auch eine schlechte Nachricht, und zwar, ihr seid nicht die Einzigen. Macht euch also keine Sorgen, es liegt nicht unbedingt an eurem Spiel. Das ist natürlich einerseits eine gute Nachricht, denn ihr wisst, okay, ich bin wenigstens nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Andererseits ist es aber auch eine schlechte Nachricht, denn das bedeutet ja mehr oder weniger, dass man im Moment nicht komplett lagfrei spielen kann. Das hängt aber natürlich auch immer mit euren Einstellungen zusammen. Da werden wir gleich mal reingehen, denn auch die können auf jeden Fall schon mal einiges verbessern oder verschlechtern, eben wenn man die Einstellungen nicht so gut eingestellt hat. Aber wie sonst natürlich auch immer, hängt es auch hier wieder mit eurer Internetverbindung oder mit eurem PC zum Beispiel zusammen. Wie gesagt, das, was wir gerade machen können, ist logischerweise, dass wir einmal in die Einstellungen gehen. Dann gehen wir hier zu dem Punkt Grafik und dann gehen wir hier direkt einmal zu der Qualität. Was ihr hier auf jeden Fall machen solltet, ist, dass ihr einmal alles so niedrig wie möglich stellt. Hier gering, überall gering im Prinzip. Alles eigentlich so gering wie es geht. Manche Sachen habe ich jetzt hier nicht ganz niedrig. Ja, hier gibt es zum Beispiel noch sehr gering. Ich habe das jetzt hier mal nur auf gering, denn ansonsten sieht das Game teilweise schon ziemlich schlecht aus. Hier habe ich tatsächlich hoch, weil diese Einstellungen habe ich von einem anderen YouTuber einfach mal so übernommen und er meinte auf jeden Fall, hier soll man das auf jeden Fall ganz hochstellen. Ob sich das jetzt wirklich lohnt, ich weiß es nicht. Ihr seht ja aber auch hier, die Auswirkungen von dieser Einstellung sind relativ gering, deshalb macht das nicht so einen großen Unterschied. Aber ansonsten stellt hier das alles wirklich aus, was ihr nicht unbedingt braucht, zum Beispiel Einschusslöcher und Sprays. Auch hier seht ihr zwar, die Auswirkungen sind relativ niedrig, aber das ist meiner Meinung nach einfach sowas, was man nicht unbedingt braucht. Also als wenn man irgendwo mal hingucken würde, okay, hier sind Einschusslöcher, dann müssen hier auf jeden Fall mal Gegner gewesen sein. Macht man jetzt, denke ich, eher nicht so oft. Das gleiche gilt für die Sprays. Auch hier ansonsten macht das überall aus, normal oder gering. Hier kann man vielleicht sogar noch gering machen. Das sind natürlich ein paar Einstellungen. Und ansonsten geht natürlich auch wie immer das gleiche. Guckt, wie gesagt, dass euer Internet gut ist. Guckt vielleicht, dass ihr nicht so viele andere Prozesse nebenbei noch laufen habt. Aber ansonsten gibt es im Moment leider nicht so viel, was ihr hier machen könnt. Das ist eben so das, was wir im Moment machen können, um wenigstens etwas lagfreier zu spielen. Aber ich gehe auf jeden Fall mal davon aus, dass in kürzester Zeit auch noch ein Performance-Update kommen sollte, wo das Ganze eben dann behoben oder zumindest schon mal stark verbessert wird. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!